Hallo, liebe Naturgarteninteressierte. Das ist jetzt unser fünfter Film hier aus dem Kundengarten. Es haben jetzt die Blumenzwiebeln noch gefehlt. Die haben wir jetzt in sämtliche Beete gesetzt. Wir haben je nach Schattenlage, Sonnenlage unterschiedlichste Zwiebeln rausgesucht. Wildtulpen, Milchstern, Traubenhyazinthen, Winterlinge, Schneeglöckchen. Und jetzt zeigen wir euch so ein bisschen den Rest. Und zwar haben wir jetzt hier, ihr seht es, ich gehe mal ein Stück vorwärts, haben wir jetzt diesen wunderschönen Staketenzaun bepflanzt. Davor sitzt eine schwarze Johannisbeere, eine Stachelbeere und dann haben wir dran gesetzt Himbeeren, verschiedenste Himbeersorten, die früher und später fruchten, haben stachellose Brombeeren mit beigesetzt, auch da hinten an den Kompost, da sitzt auch noch eine stachellose Brombeere, die darf sich da entlang ranken. Und auch noch mal eine Johannisbeere. Was jetzt hier in dem Garten noch fehlt, sind drei Bäume. Die werden noch gesetzt und dann, wenn die sitzen, jetzt Mitte, Ende November, dann gehen wir also her. Miriam hat gerade was auf den Kompost geworfen. Dann gehen wir also her und machen dann noch mal einen Film, weil das ja dann auch noch mal toll aussieht, wenn die Bäume dann hier noch stehen und die dritte Dimension so richtig schön nach oben geht. So, was jetzt hier auf der Fläche liegt, das wollte ich euch noch zeigen. Weil hier wird ein Kräuterrasen eingesät und da haben wir jetzt noch Krokusse ausgeworfen. Das heißt, wir haben die wirklich genommen. Die Hausherrin ist über die Fläche und hat 250 Krokusse hier verteilt. Einfach locker aus dem Handgelenk draufgeworfen und dort, wo die jetzt liegen geblieben sind, da setzen wir die jetzt. Entweder mit unserem Armierungseisen, ich habe ja schon mal einen Film über das Blumenzwiebelnstecken gemacht, oder aber mit unserem Schippchen. Und die Krokusse, die kommen so 5 bis 6 cm in den Boden. Und anschließend, wenn wir damit fertig sind, wird hier noch ein Kräuterrasen eingesät. Und dann ist der Naturgarten eigentlich fertig. Ja, wie gesagt, bis auf die Bäume. Wir melden uns dann nochmal. Bis dahin. Tschüssi.